Hallo zusammen, ich bin der Fabian von der Mountainbike-Schule Riding Style. Willkommen zu einem weiteren Mountainbike-Fahrtechnik-Tutorial. Beim letzten Mal ging es ja bereits schon um die Grundlagen des Kurvenfahrens, um die richtige Geschwindigkeit, um die richtige Linienwahl und um die richtige Blickführung. Daher geht es heute hauptsächlich um die Position auf dem Bike bei offenen und nach außen hin abfallenden Kurven. Bei offenen Kurven ist der Untergrund ebenerdig. Man hat also nicht wie bei Anliegerkurven, bei Steilwandkurven einen Untergrund, der einen bei der Aufnahme der Fliehkräfte unterstützt. Ein Video zur Anliegerkurvenfahrtechnik kommt bestimmt in Kürze. Eine offene Kurve ist also fast jede Forststraßenkurve. Bei so einer Kurve werden die Fliehkräfte, die einen nach außen schieben, immer größer, je schneller man fährt oder je enger der Kurvenradius wird. Daher ist es ratsam, beim Üben mit niedriger Geschwindigkeit anzufangen und die dann erst nach und nach zu erhöhen. Was passiert also bei einer offenen Kurve? Man hat zum einen schnell das Gefühl, den engen Kurvenradius vielleicht nicht halten zu können, oder man hat das Gefühl, aus der Kurve herausgetragen zu werden bzw. mit den Rädern, mit den Reifen zur Seite hinweg zu rutschen. Um das zu verhindern, versucht man sein Fahrrad in Schräglage zu bringen. Dabei aber mit dem Schwerpunkt über den Kontaktpunkten zum Boden zu bleiben. Das sind die Stellen, an denen die Reifen auf dem Untergrund aufliegen. Die Schräglage wird durch das nach innen Schieben des Lenkers erzeugt. Um dabei nicht in die Kurve hineinzufallen, wird der Schwerpunkt im Gegenzug in die andere Richtung, also nach außen, hinausgeschoben. Wie bei den meisten anderen Fahrtechniken auch, ist auch hier ein abgesenkter Sattel von Riesenvorteil. Durch die so erzeugte Schräglage braucht man nicht mehr ganz so viel Lenkeinschlag. Die Seitenstollen bohren sich gut in den Untergrund und durch den tiefen Schwerpunkt erzeugt man zusätzlich Grip für die Kurvenfahrt. Je nach Kurvenart bleiben die Pedale dabei parallel oder das kurvenäußere Pedal wird mehr belastet. Im Extremfall sind es hier 100% auf dem kurvenäußeren Pedal und das Pedal steht dabei dann senkrecht nach unten. So kann man am meisten Schräglage des Bikes erzeugen, man bekommt aber dennoch Druck von oben auf die Seitenstollen der Reifen. Das nennt sich dann die Sportkurventechnik. Man setzt sie vor allem ein bei langgezogenen, ebenerdigen oder sogar leicht nach außen hin abfallenden Kurven ein. Sind die Kurven dagegen nur kurze Richtungswechsel, bleiben die Pedale eher parallel. Auch wenn die Kurven mit größeren Steinen, Wurzeln oder mit kleinen Kanten versehen sind, bleiben die Pedale eher parallel, um zum einen nicht aufzusetzen, zum anderen aber auch die Schläge noch mit Armen und Beinen gut abfedern zu können. Der Druck auf den Pedalen ist also je nach Kurvenart und je nach gewünschter Schräglage variabel und liegt bei 50-100% auf dem kurvenäußeren Pedal. Das heißt also auch, dass während der Kurvenfahrt der Druck auf das kurvenäußere Pedal erhöht werden kann, um zusätzlich von außen und von oben Druck aufs äußere Pedal zu bringen. Der Lenkimpuls beim Kurvenfahren kommt aus der Hüfte heraus. Während man also über die Arme das Rad in Schräglage bringt, kommt der Impuls aus der Hüfte und man dreht den ganzen Körper in die Richtung, in die man eigentlich fahren möchte. Dabei zeigen dann Knie, Hüfte, Schultern, Lenker und der Blick in Richtung der Kurve 1-2 Sekunden voraus. Es ist wichtig, genug Druck auf das Vorderrad zu bekommen. Denn das Vorderrad fährt die Kurve und für genügend Grip muss es entsprechend gut von oben belastet werden. Dafür muss man zentral auf dem Bike bleiben und darf nicht so weit nach hinten fallen. Der Oberkörper wird Richtung Vorderrad abgesenkt, die Hüfte bleibt aber auf Höhe des Sattels. Über die kurvenäußere Hand kann gut Druck von oben auf das Vorderrad ausgeübt werden, denn da ist genau der Punkt, der über den Kontaktpunkten des Vorderrads zum Boden ist. Arme und Beine sollten bei einer Kurvenfahrt stets leicht gebeugt sein, um entsprechend Schläge aufnehmen zu können und um den Schwerpunkt zusätzlich ein bisschen absenken zu können. Die Fersen bleiben bei der Kurvenfahrt hängend, um nicht den Kontakt mit dem Pedal zu verlieren und um zusätzlich Druck aufzubauen. Ich bremse also schon frühzeitig auf eine passende Geschwindigkeit für die Kurvenfahrt herunter. Ich wähle eine Linie, bei der mich der Untergrund der Kurve bei der Aufnahme der Fliehkräfte unterstützen kann. Über die Arme schiebe ich mein Fahrrad in Schräglage. Die Hüfte bleibt im Gegenzug außen. Die Hüfte, der ganze Oberkörper rotiert in die Kurvenrichtung hinein. Oberkörper, Hüfte, Lenker und auch die Knie zeigen ungefähr in die Fahrtrichtung voraus.
Die Ellenbogen bleiben dabei außen, um entsprechend Druck aufs Vorderrad zu bekommen. Und jetzt heißt es nur noch üben, üben, üben und vor allem auch auszuprobieren, in welcher Kurve, welche Pedalstellung und welche Schräglage des Fahrrads am sinnvollsten ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen geholfen. Ich sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Cadillac lean, fame in the West.